So, gucken wir mal hier wieder zurück nach Staten Island. Und ich werde auch diesmal wieder speichern, bevor ich die nächste Mission anfange. Die werden jetzt halt einfach doch ein bisschen fordernder, jetzt zum Ende des Spiels hin. Und da muss man mal schauen, dass man eine gewisse Sicherheit hat. Also, dass man eben nicht alles verliert, wenn man die Mission verkackt. Halt! Leben! Wir haben gerade doch ein bisschen was abbekommen. Erstaunlicherweise. Also eigentlich gar nicht erstaunlich. Aber, naja. So. Gut, dann wieder zurück zum Unterschlupf und dann machen wir noch eine Mission für Asuka. Ich denke, danach werde ich dann auch Schluss machen. Aber eine geht noch rein. So. Kurz gespeichert. Ah, bitte auf Ja drücken auch. Ja, das könnte helfen. Und dann machen wir uns wieder auf zur Baustelle. Ich frage mich, ob sie immer noch dabei ist, Miguel zu verprügeln oder ob sie mittlerweile keine Lust mehr hat oder keine Kraft mehr. Ich weiß es nicht. Steht sogar noch das Auto vom letzten Mal rum. Okay, schauen wir mal. Auf zur nächsten Mission. Der Abfangjäger. Do we technic some more now or just wait for turn black and fall off? Give it a quick prod. Oh, what is that gooey yellow stuff? Oh, hey, babe! My handyman. I was bored, so I came over to keep Asuka company. She's got the makings of a natural, this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming into Francis International in 2 hours' time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. Hör auf, mich Baby zu nennen, bitte. Also, hat's Maria doch mal hierher geschafft. Ich dachte mir ja irgendwie schon, warum sollte die auch woanders bleiben? So, hat sie sich jetzt auch ein bisschen an Miguel die Zeit vertrieben. Ich glaube, Miguel geht's nicht mehr gut. Weiß nicht, wie ich drauf komme. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das Boot jetzt hier auf Staten Island? Das wurde, glaube ich, gesagt, oder? Ich habe leider mal wieder es verpasst, richtig zuzuhören. Ach man, na gut, wir schauen mal. Könnte aber sein, oder? So wie das aussieht. Ja, davon ist ein Steg, das wird er wohl sein. Ich glaube, wir sind richtig. Ausnahmsweise mal. Yep. Wunderschön. So, jetzt muss ich bloß aufpassen, nicht, dass ich hier ins Wasser fahre. So, aber müsste gehen hier lang, oder? Ja, funktioniert. Wunderbar. Oh, sieh mal an. Das nehmen wir gerne mit. Wir haben zwar sowieso schon Muni dafür, aber hey. Kein Problem. Da geht noch ein bisschen mehr in die Hosentasche. Jetzt fahr zu der Markierungsboje. Welche? Es sind so viele Bojen. Oh, dieses Boot ist so schnell. Das ist Wahnsinn. So, dann müssen wir dann eigentlich bloß noch treffen und dann sollte das funktionieren, nicht wahr? Schauen wir mal, ob das so einfach ist. Bin mir da ja nicht so sicher. Ach, hier drüben. Das ist die Markierungsboje, wa? Warte, bis die Maschine zur Landung ansetzt. Das heißt, ich muss jetzt 1,5 Minuten hier rumstehen und nichts tun? Däumchen drehen? Können wir schon mal schauen, dass wir den Raketenwerfer ausrüsten. So. Wie landet der denn? Von wo kommt er denn? Ja, wir werden es sehen. Ich glaube, bei 30 Schuss irgendeiner sollte schon sitzen. Die Frage ist, ach, von oben kommt er. Ich sehe es ja gerade, da ist eine Markierung im Norden. So, dann drehen wir die Kiste mal. So. Das sollte ein bisschen besser sein. Wo ist denn hier? Ah, ich habe gerade gar nicht mehr durchgeblickt.
Das sollte ein bisschen besser funktionieren, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Welcher war jetzt eigentlich die? Die war die Markierungsboje, oder? Ich glaube ja. So. Halbe Minute noch. Der Punkt auf dem Radar bewegt sich schon schneller. Ich glaube, gleich wird's heiß. Da drüben, ich sehe was. Jawohl! Sammle die Ladung ein. Ein Traum, wir haben getroffen. So, jetzt müssen wir bloß noch schauen, dass wir hier... Ich weiß nicht, soll ich hier landen? Ich mach das einfach mal. Was zum... Nicht ins Wasser gehen, bist du wahnsinnig. So. Faction für uns. Hallo? Faction? Ah. Ich muss erst seltsam drüber gehen über die Päckchen und erst wenn ich draufstehe, sammelt er sie ein. Hallo! Kann ich Ihnen helfen? Oh, sieh mal an. Ich glaube, wir müssen da mal ein bisschen aufräumen. Interessant, dass ich den da hinten getroffen habe, aber den vorne nicht. So, jetzt aber. Das war seltsam. Put your hands in the air like you just don't care. Warum stirbt er denn nicht? Jetzt aber, Mensch. Also jeweils der erste Schuss hat natürlich auch wirklich nicht getroffen, weil ich nicht drauf gezielt habe, richtig. Aber die zweiten Schüsse hätten eigentlich jeweils töten müssen. So, ich nehme da auch direkt mal den Wagen. Das ist eigentlich sehr freundlich von denen, dass die hierher kommen. Ich hätte jetzt nämlich kein Auto gehabt. Das wäre problematisch geworden. So, sammeln wir kurz. Sammeln. So, an der Kante ist aber auch gemein. Wenn man wirklich so drüber laufen muss jedes Mal. Deponiere das Spank auf der Baustelle. Gut, wir haben einen relativ vernünftigen Wagen. Der sollte uns helfen. Damit sollten wir eigentlich relativ gut zurückkommen jetzt. Schauen wir mal, vielleicht finden wir ja auch noch irgendwo was, um unsere Fahndungslevel runterzusenken. Ich fahre mal so hier. Damit wir den Kolumbianern nicht so nahe kommen da. So, und dann müsste der Weg doch passen hier, ne? So, ach ne, hier kann ich nicht lang. Siehst du mal. Ja, 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 ist ja gut. Macht mal keine Panik hier. Hier muss ich lang, siehst du mal. Ich weiß, dass davon irgendwo am Tunneleingang ein Fahndungslevel-Dings, ein Stern rumlag. Die Frage ist, finde ich den jetzt auch auf die Schnelle? Ich glaube, der war ein bisschen erhöht irgendwie. Das wäre natürlich ungünstig. Ich will jetzt nämlich nicht erst Kletterpartien mit dem Wagen anfangen. Denn den Wagen würde ich schon ganz gerne nehmen. Der ist ganz günstig für die Verfolgungsjagd jetzt hier. Ja, der liegt oben drauf, das ist scheiße. So, ich fahre mal durch den Tunnel. Brücke ist mir gerade zu heikel mit dem Hochfahren des Mittelteils immer. Ich glaube, das ist wirklich besser hier. Was zur Hölle? Hier lang zu fahren. Kamera, mach bitte mit. Ich sehe nicht viel, wenn du so runtergehst. Ah, ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. So, ganz gemütlich um die Ecke fahren. Alle anderen sind so hektisch, dass sie auf die Gegenbahn kommen. Oder auch nicht. So, jetzt die Ausfahrt nicht verpassen. Und dann müssen wir bloß noch schauen, dass wir durchs Kartellgebiet kommen, ohne zerschossen zu werden. Weg! Ah, du Arsch! Ist doch nicht dein Ernst, Mann. Okay, jetzt geht's beim Auto nicht mehr so gut. Ich glaube, ich werde doch nochmal wechseln müssen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Ich bin aber ganz froh, dass wir überhaupt noch jetzt irgendwie am Fahren sind. Das wäre jetzt, glaube ich, tödlich geworden, wenn die Kiste komplett zerschossen worden wäre da. Alter. Naja, Kontrolle über den Wagen ist alles, wa? Was zur Hölle?
Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Lauf! Scheiße. Wie konnte das geschehen? Oh Gott. Gebt mir ein Auto, bitte gebt mir ein Auto. Irgendeins. Scheißegal was. Ich fahre sogar mit dem Perennial zur Not. Oh Gott. Das wird nicht gut gehen. Glaube ich. Ja, nimm den. Ist scheißegal. Los, weg hier. Fahr! Was? Willst du mich verarschen? Wieso verhaftet? Wieso verhaftet? Wollt ihr mich verarschen? Der hat doch gar nicht mehr dran gehangen an der Tür. Oh, dieses Spiel, es hasst mich. Es ist Wahnsinn. Nein. Wirklich. Oh Gott. Ja, wir werden nicht umhinkommen, es nochmal spielen zu müssen. Natürlich, keine Mission in dieser Aufnahme funktioniert beim ersten Mal. Von daher sehen wir uns gleich wieder, wenn ich unter Polizeiverfolgung mich noch einmal auf den Weg zur Baustelle mache. Bis gleich. Herzlich willkommen zu... die Polizei möchte mich tot sehen, was soll ich nur tun? Diesmal sind die Dinge ein bisschen anders gelaufen, und zwar ist das Flugzeug diesmal tatsächlich schon vor dem Landgang explodiert. Das heißt, die Päckchen treiben im Wasser und wir können sie mit dem Boot aufsammeln. Es ist also nicht festgeschrieben, wo die Dinger landen. Es ist nicht geskriptet, sondern das ist zufällig. Ja, und diesmal sind wir damit in der Lage, direkt wieder rüber nach Staunton Island zu fahren. Wir müssen bloß schauen, dass wir da jetzt schnell genug ein Fahrzeug finden. Und das könnte dann ein ganzes Stück simpler vielleicht sein diesmal. Müssen wir mal schauen. Das heißt, wir können uns den ganzen Umweg diesmal sparen. Das ist ja schon mal ganz nett. Über den Tunnel und so weiter, ihr wisst schon. So, ich würde sagen, hier drüben... Scheiße, das ist nicht gut. Oh, scheiße. Okay, mal schön. Ja, genau, jetzt haben wir nur noch 17. Und wir treiben im Wasser. Shit. Was mache ich jetzt? Scheiße. Ich muss nach davon. Ja, das war's. Hat sich erledigt. Wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Versuch. Versuch Nummer 3 und wieder sind wir bei die Polizei will mich immer noch tot sehen. Ich habe keine Chance, irgendwas dagegen zu tun. So, diesmal haben sie aber noch nicht so viel auf mich geschossen. Das ist vielleicht ein Vorteil für mich. Okay, wir haben alle. Jetzt schnell wieder zurück und diesmal vielleicht nicht ganz so viele Schüsse kassieren, damit wir noch da drüben am Steg ankommen, bevor mein Boot auseinanderfällt. Ich glaube, wir haben diesmal aber bessere Chancen. Ich habe wirklich nicht viel kassiert. Das sollte eigentlich locker genügen, hoffe ich. Mal schauen. Ich habe Vertrauen. Aber selbst wenn wir da drüben ankommen, dann ist immer noch nicht garantiert, dass wir da heil rauskommen aus der Sache. Doch, diesmal reicht's. Wunderschön. Der Yakuza-Wagen, der hier drüben steht, hat auch schon bessere Tage erlebt. Also das muss ich auch dazu sagen. Aber es ist besser als nichts. Oh Gott, wenn ich den so sehe hier. Ja, es ist wirklich besser als nichts, aber viel mehr halt auch nicht. So, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg nach oben. Oh Gott, man sieht hier so schlecht. Warum habe ich die Mission in der Nacht angefangen? Das war eine scheiß Idee. Okay, das ist schon mal gut. Leben bringt mir gerade gar nichts. Shit, 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 shit. Nicht zu viel Schaden kassieren. So, und jetzt bloß noch wieder zurück zur Baustelle. Oh. Das sieht schon viel besser aus als beim letzten Mal. Diesmal sollte ich doch halt aus der Sache rauskommen, ha? So, wir machen mal hier rum. Oh Gott. Ja. Wenn das so weitergeht, dann muss ich meine Aussage noch revidieren. Scheiße. Fuck! Ernsthaft? Wo kommen die ganzen Leute her? Die ganzen Bullen? Und wieso gibt es plötzlich keine Wagen mehr hier? Gib mir dein Auto! Gib mir dein Auto! Gib mir dein Auto! Gib mir deine scheiß Limousine! Gib mir deine Limousine! Weg hier! Oh Gott! Ihr habt doch eine Macke, ey! Ja, wenn wir schon fliehen vor der Polizei, dann mit Stil. In der Limousine. Ihr könnt mich alle mal. Oh. Nicht so anstupsen. Das ist nicht nett. Ja gut, Hebelgesetz ist jetzt natürlich auch ungünstig. Wenn sie mir in den Arsch fahren, dann haut es mich halt auf jeden Fall quer. Andererseits bin ich sehr massiv. Ich sollte vielleicht trotzdem bei nächster Gelegenheit ein anderes Auto finden.
Ah! Was? Was zur Hölle? Ich konnte den Mann nicht überfahren. So, wir kommen da raus. Wir kommen da raus. Wir kommen da raus. Einfach Vertrauen haben. Jawohl. Genau in sowas. Ich habe Vertrauen in die Bäume. Die Natur wird es schon richten für mich. Lauf! Oh Gott, ein Yadi. Scheiße. Und ein Polizist. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Schnell um die Ecke hier. Oh Gott. Und jetzt ganz schnell den Aufzug hoch. Ja. Wir haben es geschafft. Ein Traum. Das Lösegeld. Okay. Ich habe deine Maria. Wenn ihr Gesicht nicht aussehen soll, als wär's in einen Fleischwolf geraten, dann bring 500.000 Dollar zu der Villa in Cedar Grove. Die Mission hätten wir geschafft. 45.000 Dollar für uns. Und ich glaube, die Nachricht kam von Katharina. Ich würde aber sagen, das, Freunde, schauen wir uns erst beim nächsten Mal an. Für die heutige Aufnahmesession war es das. Wir haben beim nächsten Mal einerseits natürlich die Erpressung durch Katharina, der wir nachgehen müssen. Und andererseits haben wir noch einen Anrufer drüben auf, wie hieß es, Shoreside Vale hieß es. Das wollen wir uns natürlich auch noch anschauen und dementsprechend haben wir noch ein paar Missionen zu erledigen beim nächsten Mal. Hast du ein Problem? Wir merken aber schon, es spitzt sich zu, es geht irgendwie aufs Ende zu. Und das wollen wir uns beim nächsten Mal dann anschauen. Ich denke mal, die nächste wird dann auch die letzte Aufnahmesession sein. Und ich hoffe, dann läuft es ein bisschen glatter als diesmal. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut und haut rein. Bis dahin.